Hallo, was machen Sie? Ja, eigentlich sollte es ja jetzt mit Schmidt-Tils weitergehen, aber ich habe noch eine Frage bekommen, wie es denn aussieht mit Screenshots machen und mit Videos machen jetzt von einer Szene, die halt nicht fürs Spiel geeignet ist. Als Beispiel, dass wir überhaupt irgendwas haben, nehme ich jetzt meine Abgabe. Ist zwar jetzt als hauptsächlich als Spiel gedacht, weniger für die Kamera und für Videoaufnahmen, aber funktioniert auch. Das Erste, was ihr machen möchtet, wenn ihr halt eine Szene habt, jetzt rein nur für Bilder ist, müsst ihr auch auf eure Beleuchtung gehen, alles einzeln auf Movable schalten, so erhaltet ihr halt das beste Licht. Ihr müsst nichts baken, alles wird halt in Echtzeit berechnet. Beim Spiel ist das nicht optimal, aber wenn wir jetzt wirklich nur ein Video oder ein Screenshot machen wollen, die beste Lösung, einfach alles Movable, dann wird halt kein Schatten gebaked, es wird direkt real-time ja, angezeigt. Ich habe bei mir jetzt schon das Licht gebacken, weil das ja ein Spiel ist, das ist schon alles fertig. Daher muss ich das nicht machen, aber für euch, wenn ihr halt eine Szene macht, die ihr primär halt macht, um Screenshots oder Videos rauszurendern, macht ihr eure Lichter alle auf Movable, um einfach das schönste Licht zu erhalten. Ihr werdet sehen, gerade wenn ihr in der Szene das Skylight oder das Direction Light direkt auf Movable habt, habt ihr ganz andere Schatten, eine schönere Qualität an Schatten, weil es halt ja, real-time gerendert wird. Was ja, wie gesagt, beim Spiel Blödsinn ist, weil man muss ja irgendwo gucken, wo man spart. Aber dazu komme zu einem anderen Thema, wie man halt Lichter macht für ein Spiel. Ist deutlich komplizierter, wie ich mache halt einfach Lichter an und sieht hübsch aus. Ich mache dann Lichter an und optimiere die für ein Spiel. Ist schwieriger, ist deutlich schwieriger. So, nachdem wir jetzt unsere Lichter gemacht haben, wollen wir ein Screenshot raussuchen. Wir suchen uns einfach mal eine schöne Position. Ja, ich bleibe jetzt einfach mal hier. Hier oben der Reiter, da haben wir hier unseren High-Resolution Screenshot. Da drücken wir drauf. Der nimmt halt direkt ein Screenshot aus unserem Viewport. Das, was an der Seite ist, lässt er weg. Wenn ihr jetzt halt einen Screenshot machen wollt, der halt tatsächlich die ja, 16 zu 9 ist, Taskleiste weg, wie ich hier jetzt auch schon gemacht habe. F11 für Vollbild. Und auch wichtig, dieses ganze Gedöns hier, diese ganzen kleinen Reiter, die an der Seite sind, die für den Editor wichtig sind. Die nehmt ihr mit auf, die müsst ihr wegmachen, indem ihr einfach mal G drückt. Dann habt ihr die Game View und diese Reiter sind alle weg. Dann könnt ihr ein Screenshot machen. Öffnet auch direkt hier einen Weg zu dem Ordner, wo das alles hingepackt wird. Und falls ihr wirklich mal sagt, okay, ich möchte jetzt aber ein Bild haben mit einer höheren Auflösung, es gibt hier ein Multiply. Dann könnt ihr, okay, ich möchte die doppelte Auflösung, die dreifache, vierfache, 16-fache, wie auch immer, wie groß ihr das dann noch immer haben wollt, müsst bedenken, umso höher die Zahl, umso höher braucht das im Rendern. Bei einem einzelnen Bild halt jetzt nicht so wild. Braucht halt länger. Ich sag, bei einem Video schwieriger, weil da habt ihr ja nicht nur ein Bild, da habt ihr ja mehrere hundert Bilder, je nachdem, wie lang eure Szene wird. Aber das ist jetzt halt nur ein Screenshot mit der Standardkamera. Man kann auch hingehen und sagen, okay, ist schön und gut, aber ich möchte ein bisschen mehr haben. Gerade wenn man eine größere Szene hat, mit einer größeren Fläche macht das mehr Sinn. Bei meiner kleinen Insel wird sich da jetzt nicht unbedingt so viel tun, da die auch fürs Game ausgelegt ist und halt keine, ja, große Landschaft darstellt. Dann haben wir hier, wir gehen einfach mal unter Cinematics. Ihr habt verschiedene Arten von Kameras. Jetzt generell erstmal wichtig ist halt generell so ein Kameraaktor. Den ziehen wir rein und haben halt eine Kamera. Sobald wir auf eine Kamera drauf sind, öffnet sich hier das Blickfeld der Kamera. So können wir halt einstellen, wo möchte die denn stehen. Wenn uns das halt zu so doof ist, von wegen hin und her und so, wir können hier auch über Perspektive direkt in die Kamera reingehen und sind dann direkt im Viewpoint von der Kamera und suchen uns hier halt eine schöne Stelle aus. Mal gucken. Ach komm, wir bleiben hier. Naja, ich habe jetzt eigentlich Pavian schon oft genug gemacht. Wir gehen jetzt mal. Ja. Bleiben so. Auch hier Game View. Ich würde sagen, wir nehmen mal das Haus auf. Nein, nicht aus der Richtung. Vielleicht kann man die Sonne noch ein bisschen mit reintun. Bisschen zu viel. Sowas in die Richtung. Hier habt ihr dann auch direkt die Größe. Ihr müsst hier nicht in F11 gehen. Ihr habt sie hier auch direkt
eingerahmt. So. Wie auch alles andere hat unsere Kamera hier ihre eigenen Einstellungen. Das hier erstmal für die Kamera nicht wichtig. Die bewegt sich, die soll ja nicht still sein. Ihr könnt eine Kamera auch feststellen. Machen wir jetzt nicht. Wir lassen sie einfach da, wo sie ist. Wir können auch sagen, okay, Filmback. Der sucht halt die Kamera-Variante aus. Das ist jetzt halt der Standard 16:9 digitale Film. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte halt irgendeine andere Kamera haben, weil ich irgendwas cinematisch schön machen will. Hier, ja, 35 mm hat man hier fast quadratisches Feld. Da könnt ihr halt euch aussuchen, was für euch gefällt. Mir kann auch hier eine Canon aussuchen und alles Mögliche. Da könnt ihr euch das passend halt raussuchen. Es ist für jede Szene und jeden Bedarf anders. Wem halt der Ausschnitt an für sich jetzt erstmal nicht so gefällt, dem hier das nicht so zusagt. Ihr könnt die Sachen hier auch einzeln einstellen. Vielleicht machen wir mal. Oder wir machen hier einfach mal so Panorama. Warum auch nicht? Können wir ja mal machen. Na, vielleicht doch ein bisschen mehr Bild. Muss man das so haben. Nach dir könnt ihr halt direkt alles einstellen, wie ihr es braucht. Ja, so. Jetzt haben wir halt unsere Kamerasicht eingestellt. Jetzt können wir auf die Kamera eine Linse drauf machen. Wer sich halt da ein bisschen auskennt, der hat da vielleicht ein bisschen, hat es dann einfacher. Je nachdem, was drauf ist. Ja, vielleicht. So sieht das doch ganz okay aus. Ich möchte aber vielleicht einen Schritt zurück noch. So, das ist doch mal eigentlich eine schöne Sicht, auch wenn die Sonne jetzt hier ein bisschen dezent hell ist, aber ich lasse es jetzt einfach mal so. Wie gesagt, das könnt ihr auf euren Bedarf einstellen, wie ihr das möchtet. Man kann sich da schon ein bisschen länger mit beschäftigen. Jetzt können wir auch einen Fokus setzen. Macht bei Szenen, die halt wirklich weiter nach hinten gehen, die eine größere Größe haben als halt meine kleine puppelige Insel, da macht das tatsächlich mehr Sinn. Wenn auch halt, wenn dann auch ein Distance Blur drin ist, macht das richtig viel Sinn, dass man sagt, okay, ich suche mir halt irgendwas aus. Ich mache den Fokus auf den Pavillon. Dann wird halt alles, was halt nicht der Pavillon ist, geblurrt. Wie gesagt, das kommt halt, macht mehr Wirkung in der größeren Szene. Meine ist halt dafür recht klein. Man sieht kaum Unterschied. Ich habe auch die Parameter im Post-Processing falsch dazu eingestellt, dass das effektiv nutzbar wäre. Aber ihr müsst halt bedenken, wie gesagt, ich habe halt schon viel Post-Processing gemacht. Das ist halt für Games ausgerichtet. Games ausgelegt und nicht fürs Fotos machen. Aber hier könnt ihr dann halt nochmal einen Fokus reinsetzen können und Offset reinsetzen. Der, wie gesagt, bei mir erstmal nichts bringt, weil ich habe falsch hab andere Einstellungen drin. Deswegen ja, müsst ihr für euch immer ein bisschen selber gucken. Wie gesagt, das kommt halt alles auf Szene an und wenn ihr halt einen Distance Blur drin habt, könnt ihr über Fokus ein bisschen einstellen, auf was soll jetzt sich die Kamera konzentrieren, was soll sie blurren und was nicht. Ja, und das waren jetzt halt so die groben Einstellungen. Man kann ja halt hier noch ein bisschen Post-Processing drauf machen, dass man halt hier einen Blumen oder so weiter drauf macht. Das kann man halt separat wie jede Kamera nochmal einstellen. Wie gesagt, aber das habe ich ja bei mir halt direkt über die ganze Szene gelegt. Aber das könnt ihr halt auch hier einstellen. Wir können jetzt als Beispiel einfach mal einen Blumen nehmen und sagen, okay, ich mache den Blumen halt mal ganz hoch. Und wir können ja mal runterdrehen, wenn die Sonne doch sehr hell ist. So, ich habe jetzt den Blumen für die Kamera runtergedreht. Der gilt halt auch nur für die Kamera, nicht für die komplette Szene. Weil wenn wir jetzt wieder zurück in unsere normale Kamera gehen, ist halt der Blumen wieder extrem krass da. Hier nicht. Und wieder zurück. So könnt ihr halt für die Kamera halt verschiedene Settings einstellen. Und dann könnt ihr auch hier wieder direkt über den Screenshot einen rausrendern. Und ihr müsst euch halt nicht so Gedanken machen, weil ihr halt direkt schon eingerahmt habt, der hat einen Blumen drauf. Und alles, was schwarz ist, ist ausgekeyt. Wir haben hier so unser wunderschönes Panoramabild. So. Okay, jetzt haben wir Screenshots gemacht. Jetzt wollen wir ein Video drehen. Die gleichen Einstellungen, wie die mir auch für die Screenshots vorgenommen haben, in der Kamera selbst, gelten natürlich auch für die Videoaufnahme. Ihr könnt auch direkt die gleiche Kamera nehmen. Wir brauchen dazu erstmal einen Sequence Master. Ich habe hier schon einen, weil ich hier tatsächlich schon eine Szene rausgerendert habe. Aber wir können hier einen anderen einfach anlegen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal 1. Normalerweise steht hier Sequence, aber wir haben ja schon einen. Ihr könnt hier Defaults einstellen. Wenn ihr schon irgendwie was Direktes im Kopf habt, was ihr machen wollt, könnt ihr das hier einstellen. Ist aber kein Problem, wenn ihr das ändert. Das kann man halt im Editor auch ändern. Also
theoretisch können wir es erstmal so lassen, wie es ist, wenn wir halt noch keinen festen Plan haben. Wenn ihr irgendwas Festes habt, sagt ihr, habt eine Vorgabe, das muss jetzt 10 Sekunden lang sein, es darf nicht länger sein, es darf nicht kürzer sein, könnt ihr das hier direkt einstellen, ihr habt es dann leichter. Haben wir jetzt nicht. Ja, ich habe schon eines, okay. So, ich lösche jetzt einfach mal die Kameras raus. Ich bin jetzt im neuen Sequence Master, das ist der alte, hier seht ihr die Kamerafahrt. Sowas ähnliches werden wir jetzt auch machen. Wir haben den hier offen, nicht wundern. Das hier ist immer, das ist meistens schon drin, das ist Defuel, das ist immer die Standardkamera, die ist immer anvisiert, die bleibt dann immer normal, die können wir wegmachen. Wir machen uns jetzt einfach mal eine neue Kamera. Neue Kamera. Wir starten immer in der Kamera. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Wir machen einfach mal einen Rundflug. So, das machen wir folgendermaßen. Wir sind ja in der Kamera, wir bewegen uns auf einer Zeitlinie. Und wer eventuell schon mal mit Premiere, Filmora, After Effects oder sonst was gearbeitet hat, der kann vielleicht hier direkt was anfangen. Das sind Keypoints. Dann können wir halt einen Standpunkt, eine Information festhalten auf der Zeitlinie. Über das hier. Das ist unsere Zeit und das ist halt unser Standpunkt. Oder unsere Information. Wir können hier auch verschiedene Sachen über die Kamera direkt einstellen. Und die dann halt verändern. Das lasse ich jetzt einfach vor. Ich mache jetzt einfach mal was ganz Simples. Ich mache einfach eine Rundfahrt, einmal rundherum. Und dazu brauche ich halt die Location und die Rotation. Also einmal die Position und die Rotation der Kamera. Die soll die sich merken. Alles, was sich ändert, müsst ihr einmal keyen. Einmal halt am Nullpunkt, am Start müsst ihr keyen. Das ist unser Anfang. Da hast du diese Information. Dann gehen wir mit der Zeit einfach ein bisschen weiter. Ich gehe jetzt einfach mal Pi mal Daumen bei 300. Und wir sagen, okay, bei Frame 300, na, ich glaube, das ist ein bisschen viel, machen wir mal Frame 200. Gehen wir rüber, da hast du ja diese Position. Auch hier wieder Location, Rotation. Okay, es hat hier irgendwas gebuggt. Manchmal will es nicht so ganz. Okay, dann habe ich halt erst Rotation, dann Location. Das sollte jetzt gefixt sein. Dann gehen wir ein bisschen weiter. Gehen auch hier. Ah, ja. Dann gehen wir hier auf der Zeitlinie ein bisschen weiter. Das muss jetzt noch nicht so 100% genau sein. Da können wir nachher ein bisschen tweaken. Sagen wir, okay, ja, dann bist du hier. Dann wieder Rotation, Location. Das hat nicht funktioniert. Ja, manchmal spinnt das halt ein bisschen. Das ist nicht immer ganz so einfach. Vielleicht erst Location, dann Rotation. Naja, fast. Okay, lass mal so. Wie gesagt, das Festlegen ist ein bisschen hakelig. Ist ein bisschen schwierig. Dann gehen wir... Ja, machen wir mal hier so ein bisschen. Dann auch wieder Location, Rotation. Okay, die Rotation wollte er nicht ganz haben. Ist da. Und dann landen wir schlussendlich wieder hier. Ach so, ja. So, dann gehen wir jetzt am Ende. Der rote Streifen ist unser Endframe. Und dann sollst du hier sein. Genau wieder zack und zack. Na. Rotation, jetzt. Dann können wir das abfliegen. Und einmal gucken, wie es funktioniert. Auf Play. Okay, hier stimmt halt schon direkt was nicht. Der dreht sich einmal um sich selbst. Das war das Problem, wo wir mit der Rotation haben. Aber das können wir fixen. Okay, ich mache es mal anders da. Ich lösche das mal raus. Okay. Ich gehe hier hin. Muss gerade mal gucken. Okay, es ist hier rüber, hier funktioniert's.
Dann müssen wir hier hin. So, haben wir in die falsche Richtung gedreht und dann machen wir die Rotation. Mal schauen. Jetzt funktioniert's. Und dann gehen wir hier rüber. Ja, so ungefähr die Höhe. Location. Falsche Richtung. Man muss halt immer ein bisschen aufpassen. Und Rotation. Jetzt sollte das Ganze funktionieren. Ach so, ich lasse es so. Ist halt nicht ganz perfekt. Hier, das ist halt hier erst sehr langsam, hier sehr schnell. Ich ziehe das mal ein bisschen mehr mittig. So. Wie gesagt, es ist jetzt nur zur Präsentation. Es soll zeigen, wie es funktioniert. Es ist jetzt nicht perfekt. Es dauert seine Zeit, bis man wirklich einen schönen Shot hat, der wirklich flüssig und einwandfrei funktioniert. Es ist halt sehr viel Zeit da reingeht. Das ist jetzt nur zur Demonstration, wie es funktioniert. Wir haben jetzt einfach hier unseren Rundflug, der so ein bisschen eierig vor sich her dümpelt. Aber für Demonstrationen reicht das aus. Und wichtig ist, immer zwischendurch speichern. So, wie gesagt, ich möchte euch jetzt einfach nur grob zeigen, wie es funktioniert. Man kann natürlich viel, 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 viel mehr machen, aber das würde einfach den Rahmen des Tutorials sprengen. Wir können hier FPS einstellen, wir können auch unsere Sachen hier im Editor einfach mal anzeigen lassen, wir können das hier nochmal ein bisschen bearbeiten. Das sind halt so Feinheiten, auf die möchte ich jetzt nicht unbedingt eingehen. Die könnt ihr einfach mal ein bisschen selbst ausprobieren, austesten. Wir können auch im späteren Tutorial mal drauf eingehen. Aber wir wollen jetzt einfach nur hier dieses, ja, diese Kamerafahrt, die wir jetzt eingestellt haben, rausrendern. So. Und dazu brauchen wir nur noch einen Schritt. Wir müssen das, was wir uns hier zusammengestellt haben, soll ja auch irgendwo rausgerendert werden. Da haben wir halt diese schöne Klappe. Render das Movie to Video oder ein Image Frame Sequenz. Wir können halt sagen, okay, wir möchten halt hier direkt einen Video, also eine AV rausrendern. Kann man machen. Ich persönlich bevorzuge es immer, Image-Sequenzen rauszurendern. Einfach für den Fall, dass irgendwas schief geht. Da muss man nicht das komplette Video nochmal neu rausrendern. Man kann an den Frames einfach sehen, welcher Teil hat nicht funktioniert, was muss ich wiederholen. Und muss halt nur dieses Stück wieder rausrendern. So mache ich es und setze sie dann halt in eine Premiere zusammen oder in After Effects zusammen. Da kann man halt Image Sequence zu einem Video zusammenfassen. Weil an für sich ist ein Video einfach nur eine Abfolge von Bildern. Ja. Aber ich werde jetzt tatsächlich einfach nur für dieses Tutorial einfach mal die AVI nehmen, einfach komplett das Video fertig rausrendern. Wir haben keine Audio. Ich habe ja eigentlich ein Audio drin. Wir machen aber okay, wir haben keine Audio. Framerate haben wir hier festgelegt, hier die 30 FPS. Die Resolution ist auch an der Kamera festgelegt. Die können wir zur Not hier nochmal ändern. Ja, und das andere, dann können wir erstmal so lassen. Das sind halt wieder so extra Sachen, wenn man halt irgendwas Bestimmtes rausrendern will. Aber die Basic-Sachen sind halt einmal wichtig. Als was möchte ich es rausrendern? Habe ich eine Audio und halt FPS und Resolution. Das ist für den Anfang. Und eventuell, ja, wohin soll das eigentlich gehen? Ich hau mir das einfach mal direkt auf dem Desktop, damit ich es einfach schneller finde, um euch dann zu zeigen. Dann wählen wir das aus. Ich habe das jetzt einmal auf dem Desktop gehauen. Möchte irgendeine bestimmte Namen machen. So. Alles andere ist halt für spezielle Sachen. Brauchen wir jetzt nicht. Vielleicht später. Und dann Capture Movie. Okay. Er sagt mir, er möchte das nicht auf den Desktop machen. Naja, aber ein Ordner, neue Ordner auswählen. Machst du es jetzt? Jetzt macht er es.
Er fragt uns nochmal, zur Sicherheit, möchten wir das speichern? Speichert das? Ja, und jetzt rendert er das Bild raus. Wundert euch nicht, die Renderbibel, die stimmt nicht immer mit dem überein, was sie rendert. Oft wird einfach eine andere Kamera genommen und die Position dazu genommen. Also wie gesagt, wundert euch nicht, ich hab so gut wie nie die richtige Kamera darauf. Ich weiß nicht warum, aber am Ende ist halt wichtig, dass das fertige Video tatsächlich das Video ist. Aber ich habe halt die Preview, stimmt bei mir selten. Ich habe so selten, dass halt die richtige Kamera ausgewählt wird. Ich habe immer irgendwelche Himmelaufnahmen oder ich stehe im Gebäude drin. Okay. So, Fenster ist weg. Capture finished. Wir sind fertig. Auch hier haben wir wieder Open Folder. Wir haben unser Video. Wollen wir mal gucken, ob tatsächlich die richtige Kamera ist. Und, tada, egal was die Preview sagt, wir haben das richtige Video. Es scheint auch gut zu laufen. Tja. Und so haben wir halt Screenshots und ein Video gemacht. Wie gesagt, jetzt halt nicht unbedingt die schönsten, um wirklich schöne Sachen rauszurendern, muss man sich Zeit lassen. Gerade Videos brauchen halt ein bisschen länger, damit man einfach alles schön flüssig funktioniert, dass das halt wirklich ein schöner Shot ist. Bei halt einem Bild einfacher, weil man halt nur ein Bild braucht. So ein Video hat halt dementsprechend ein paar mehr Bilder. So. Und das war's jetzt. Wir haben ein Video, wir haben Bilder und ich hoffe, ich konnte damit euch weiterhelfen. Wie gesagt, das Anvil ist ja dafür ausgelegt, dass man Spiele macht. Das Videotool ist ein bisschen tricky, bis man da reinkommt. Ihr habt es gesehen, bei mir hat die Rotation auch ein bisschen funktioniert. Man muss immer ein bisschen hin und her machen. Ist ein bisschen frickelig, aber man kann es machen. Es funktioniert. Ja, und dann hoffe ich, das hat euch geholfen und wir sehen uns später.